Anfang 2018 hatte die Parchimer Wohnungsbaugesellschaft Wobau das zentral gelegene, aber seit der Wende brachliegende Grundstück in der Cordesiusstraße, Ecke Lönniesstraße, erworben. Nach einjähriger Planung wurde dort Mitte März mit dem Bau von zwei modernen Mehrfamilienhäusern begonnen. Eines davon wird barrierefrei sein und über einen Aufzug verfügen. Wir haben extra eine Vierraumwohnung jetzt hier mit geplant, damit auch eine Familie einziehen kann. Wir haben die beiden Zweiraumwohnungen für Alleinstehende und die Dreiraumwohnungen können entweder für ältere Ehepaare oder auch für kleinere Familien genutzt werden. Also da wollen wir schon noch schauen, dass wir allen neuen modernen Wohnraum anbieten können. Vorbild für die zwei Mehrfamilienhäuser ist ein bereits von der Wobau Parchim errichtetes Gebäude in der Flörkesstraße 4. Auch dieses wurde schon gemeinsam mit dem Parchimer Architektenbüro Kröpelin und Spegel geplant. Für das aktuelle Projekt haben die Architekten neben Balkonen und Terrassen auch eigene Stellplätze vorgesehen. Ja, die Ecke wird hier nachverdichtet städtebaulich, was eigentlich ganz schön ist, weil das Grundstück vorher leer stand. Und ja, die Formsprache des Gebäudes ist eigentlich eher reduziert. Im Frühjahr 2021 sollen die ersten Mieter Einzug feiern. Aber schon jetzt gibt es laut Thomas Treffin reges Interesse an den Wohnungen. Die Nachfrage nach unseren Neubauprojekten ist nach wie vor hoch. Wir haben bei allen Neubauprojekten bislang relativ lange Wartelisten gehabt, konnten auch nicht immer alle berücksichtigen. Die liegen dann jetzt schon wieder auf der Warteliste für dieses Neubauprojekt, dann kommen neue dazu. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir nicht explizit vermarkten müssen, sondern dass wir aufgrund der Warteliste die Wohnung vermieten bekommen. Bisher konnte der Zeitplan für die zwei Neubauten in der Regimentsvorstadt eingehalten werden. Dafür sorgen laut Thomas Treffin auch die wöchentlichen Baubesprechungen. Momentan geht er davon aus, dass die Schlüssel für die 11 Wohnungen wie geplant im März 2021 an die künftigen Bewohner übergeben werden können.